Hey Leute, heute zeige ich euch, wie ein Roblox-Spiel bzw. eine Experience erstellt. Dafür gehen wir erstmal rüber zur Windows-Maschine und starten Roblox Studio. Roblox Studio müsste bei euch ein Desktop-Icon erstellt haben. Das ist eine blöde Sache in Roblox Studio, das kann man nämlich nicht verhindern. Und mit jedem Update erstellen die ein neues Desktop-Icon. Sehr nervig, aber es geht leider nicht anders. Roblox Studio wird auch jedes Mal, wenn ihr startet, nochmal auf den neuesten Stand gebracht. Ihr kriegt dann die neue Version installiert. Und bei mir gibt es auch eine neue Version, weil die letzte Aufnahme ist schon ein paar Tage her. Und angekommen in Roblox Studio drücke ich mal hier oben auf das Symbol, um es in den Vollbildmodus zu bringen. Ihr könnt übrigens auch F11 drücken für richtiges Vollbild und F11 nochmal drücken für Fenstermodus. Kommen wir erstmal zurecht mit dem Interface. Auf der ganz normalen Startseite befindet ihr euch hier oben links im Tab New und in diesem Tab könnt ihr aus verschiedenen Templates auswählen. Hier oben könnt ihr auch noch diese Templates filtern nach alle Templates. Templates bedeutet übrigens Vorlagen. Nach Themes, also thematischen Templates, und nach Gameplay, also Templates, die im Grunde schon Spiele mit Gameplay bieten. Hier gibt es einmal ein Combat, also ein Waffenspiel, bei dem ich mir gar nicht sicher bin, ob das heute noch funktionieren würde. Ein Team Deathmatch oder frei für alle Arena. Capture the Flag. Ein Line Runner, eine ganz normale Obby, die habt ihr bestimmt auch schon mal in Roblox gesehen, falls ihr da mal gebrowst habt. Und ein Racing-Spiel mit Autos. Wir gehen aber mal auf alle Templates, weil diese Sachen erstmal ein bisschen viel für uns sind. Was wir ganz oben links sehen, sind auf jeden Fall Baseplate, Classic Baseplate und Flat Terrain. Das sind die, mit denen man eigentlich arbeiten sollte, wenn man ein eigenes Spiel entwickelt. Wir gehen auf Baseplate, das ist die neue, die 2021, glaube ich, rauskam. Wenn ihr Classic haben wollt, dann geht ihr hier rauf, dann sind dann so Noppen auf der Platte. Hier ist einfach eine Textur drauf. Es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Leeres Spiel erstellt ihr praktisch, indem ihr hier auf Baseplate drauf drückt. Wenn ihr dann schon ein Spiel habt, dann könnt ihr links auch auf My Games gehen und seht dann hier alle Spiele, die ihr besitzt. Jeder neue Roblox-Account bekommt diesen Roblox-Account-Namens Place. Der sieht bei allen gleich aus, nur je nachdem, wann der Account erstellt wurde, gibt es da ein paar kleine Neuerungen. Wie zum Beispiel, wenn ihr einen ganz alten Account habt, gibt es noch keine Grashalme. Oder wenn euer Account jetzt so neu ist wie Roblox Studio lernen, sind hier schon die neuen Texturen drin. Aber das ist halt so ein Starter-Place, in dem ihr auch gerne einfach mal reingehen könnt und euch dort mal umsehen könnt, weil da werden euch einige Kleinigkeiten schon gezeigt, wie man mit Roblox Studio umgehen kann. Diese My Games Sektion ist übrigens auch unterteilt in meine Spiele und Gruppenspiele, weil man kann in Roblox ja auch Gruppen erstellen und in diesen Gruppen kann man auch Spiele erstellen. Hier oben könntet ihr, wenn ihr Gruppen hättet, links dann auch auswählen für welche Gruppe und dann seht ihr hier auch die Spiele. Und dann gibt es noch Shared With Me. Das ist für Spiele, wo andere Spieler euch zum Mitmachen eingeladen haben über Team Create. Darüber werde ich auch noch ein Video machen. In Recent seht ihr, was ihr als letztes bearbeitet habt und in Archive seht ihr die Sachen, die ihr praktisch gelöscht habt, weil Löschen gibt es in Roblox nicht, es gibt nur Archivieren oder halt Überschreiben. Da könnt ihr auch wieder nach My Games und Group Games filtern. Wir gehen jetzt aber oben links auf New und auf Baseplate und erstellen damit dann ein neues Roblox-Spiel. Und um es richtig zu sagen, erstellen wir eigentlich nicht ein Roblox-Spiel, sondern eine Roblox-Experience. Und an der Stelle ein kurzer Disclaimer. Wenn ihr das Video seht, hat Roblox Studio bei euch wahrscheinlich ein anderes Design, also ein paar moderner aussehende Icons. Die Position aller Schaltflächen ist aber komplett gleich. Es sei denn, ihr schaut das Video sehr weit in der Zukunft und es gab wieder ein Redesign. Mit dem Roblox Studio Lernen-Account habe ich noch nicht die Roblox Studio Version bekommen, wo die neuen Icons zur Verfügung stehen. Aber da wir uns jetzt auch noch nicht aktiv mit der Toolbox und allem auseinandersetzen, ist es auch nicht so wichtig. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich so lange gewartet habe, diese Serie anzufangen, weil ich wusste, dass es ein Redesign geben wird und eigentlich abwarten wollte, bis jeder es hat. Blöderweise hat mein Roblox Studio Lernen-Account das Redesign noch nicht bekommen. Aber um diesem Tutorial zu folgen, ist es nicht wichtig, dass alle Icons bei euch gleich aussehen. Und zunächst möchte ich mal eine Kleinigkeit aus anderen Videos vorwegnehmen. Wenn ihr hier oben auf Home seid und dann auf Part klickt, dann wird ein Part zu eurem Roblox-Spiel hinzugefügt. Hier haben wir das dann liegen, das können wir hier hinschieben. Aber das, was ich jetzt mache, ist noch nicht Teil dieses Tutorials, also keine Sorge, wenn ihr nicht mitkommt. Ich möchte euch nur etwas erklären. Dafür nehme ich mal diese Kameraposition an und wir nehmen einfach mal an, dass dieses Part hier Roblox ist. Roblox ist eine große Plattform. Auf dieser Plattform gibt es verschiedene Spiele und diese Spiele nennt man Roblox Experiences. Manche Experiences sind ein bisschen größer als andere und manche Experiences sind ein bisschen kleiner als andere. Aber man kann halt über die Plattform Roblox in ganz viele verschiedene Experiences reingehen und da seinen Spaß haben. Diese Experiences kann man jedoch auch nochmal aufteilen, denn in jeder Experience gibt es verschiedene Places. Die allermeisten Experiences bestehen nur aus einem Place, so wie die kleinen Experiences hier. Es gibt aber ein paar Experiences,
Die sind in verschiedene Places aufgeteilt. Da kann man dann einfach mal so zwei Places drin haben. Manche haben auch einen Hauptplace und dann zwei kleinere Places. Manche Roblox Experiences haben sogar richtig, richtig viele verschiedene Places. Und wozu das gut ist, werde ich euch dann auch gleich zeigen. Ich hoffe, ihr könnt euch das durch meine Darstellung hier dann auch ordentlich vorstellen, hoffe ich zumindest. Weiter mache ich den Spaß jetzt gar nicht. Übrigens, weil ich auf einer virtuellen Maschine bin, spielt die Kamera hier bei mir verrückt. Da muss ich noch eine Lösung für finden. Aber ich werde sowieso irgendwann von der virtuellen Maschine runtergehen, wenn die Tutorial-Serie fortgeschritten genug ist. Ich möchte einfach nur Roblox Studio von Null auf zeigen und das geht am besten über eine komplett neue Maschine. Aber wie erstellt ihr denn jetzt in eurer Roblox Experience ein Place? Tatsächlich habt ihr hier schon einen Place. Denn jede Roblox Experience besteht aus mindestens einem Place. Und in diesem Fall heißt dieser Place aktuell noch Baseplate. Das steht hier oben links. Um eure Places zu verwalten, geht ihr hier oben auf den kleinen Reiter View. Und dann könnt ihr hier links den Asset Manager auswählen. Wenn ihr auf den Asset Manager klickt, dann öffnet er sich bei mir hier als separates Fenster. Und da steht Save to Roblox. Warum? Weil wir dieses Spiel noch nicht gespeichert haben. Deswegen machen wir das einmal kurz, indem wir hier auf Save to Roblox klicken. Und dann öffnet sich dieses Save Game Fenster, wo ihr eurer Roblox Experience einen Namen geben könnt, zum Beispiel Spiel 1, eine Beschreibung. Ihr könnt dann hier den Creator auswählen. Das ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel eine Roblox-Gruppe habt. Dann könntet ihr hier auswählen, dass ihr dieses Spiel nicht selbst auf eurem Account speichern möchtet, sondern in der Roblox-Gruppe. Ihr könnt dann hier ein Genre festlegen. Das war früher sehr wichtig, heutzutage nicht mehr wirklich. Aber wenn ihr natürlich ein Comedy-Spiel macht, dann könnt ihr Comedy auswählen und so weiter. Und dann wählt ihr hier die Devices aus, also die Geräte, auf denen das Spiel spielbar sein darf. Konsole ist automatisch nicht angewählt, darüber sprechen wir aber in anderen Tutorials. Ihr könntet theoretisch einfach Telefonspieler komplett ausschließen. Es wäre aber ganz schön gemein und ihr würdet ziemlich viele Spieler verlieren. Und Team Create machen wir erstmal aus, darüber sprechen wir noch in einem anderen Tutorial. Wenn wir hier unten dann auf Save klicken, wurde euer Spiel gespeichert. Jetzt habt ihr Spiel 1, es hat auch ein Standard Roblox Spielbild bekommen. Und hier steht, you may find this place in Spiel 1. Da steht auch schon wieder Place und Spiel 1 ist die Experience. Weil dieses Spiel 1, haben wir es jetzt umbenannt, hier oben steht jetzt Spiel 1, ist jetzt ein Place innerhalb unserer Experience namens Spiel 1 tatsächlich. Wenn ihr hier oben wieder auf Home klickt und dann rechts auf die Game Settings geht, dann könnt ihr unter dem Reiter Places sehen, dass euer Spiel einen Place hat und dieser Place heißt Spiel 1. Genauso wie eure Experience auch Spiel 1 heißt. Und hier steht auch Max Players 6. Hier könnt ihr einstellen, wie viele Spieler euer Spiel spielen können, beziehungsweise wie viele Spieler auf diesem Place können. Ihr könnt hier auf die drei Punkte gehen, Configure Place klicken und dann einfach auswählen, dass auf diesem Place zum Beispiel 100 Spieler rauf können. Ihr könnt dann auch auswählen, Server Fill und so weiter. Da will ich jetzt noch gar nicht so ausführlich darauf eingehen. Einfach nur mal gezeigt haben, wenn ihr auf Save geht, dann können 100 Spieler in diesen Place rein. Aber es gibt ja auch weitere Places. Ihr habt schon gesehen, hier oben steht Create und da könnt ihr dann auch neue Places createn. Es macht aber nicht wirklich Sinn, das hier über die Game Settings zu machen, weil man hier nicht alles machen kann, was man machen möchte. Deswegen haben wir vorhin auch den Asset Manager hier links geöffnet. Und beim Asset Manager seht ihr alles, was so in diesem Spiel an Assets drin ist. Bilder, Meshes, also 3D-Models, Packages, Audio und Places. Und wenn wir dann mit einem Doppelklick auf die Places gehen, seht ihr, hier ist ein Place, Spiel 1. Wir sehen hier oben, Spiel 1 ist die Experience und Places für Spiel 1 gibt es auch nur einen, der heißt dann Spiel 1. Wir können hier einen Rechtsklick machen und wählen dann einfach Add New Place. Und dann haben wir einen neuen Place erstellt, der heißt jetzt Roblox Studio Lands Place Number 2. Ihr könnt einen Rechtsklick drauf machen, dann Rename, zum Beispiel Place 2 auswählen. Spiel 1 können wir auch umbenennen in Place 1, dann sind wir jetzt in Place 1. Wenn ihr wieder einen Rechtsklick drauf macht, könnt ihr den Place auch wieder entfernen von eurem Spiel. Und eine Sache fällt vielleicht noch auf. Erstens, dieser Standard-Place hat wieder als Vorschaubild Baseplate und Place 1 hat dieses komische Symbol neben sich. Das ist das Roblox-Spawn-Symbol. Das heißt, wenn jemand eurer Roblox-Experience, also eurem Roblox-Spiel beitritt, dann kommt er erstmal in Place 1 rein. Um Place 2 beizutreten, müsstet ihr ihn teleportieren. Und das ist ein bisschen komplizierter, das werde ich euch auch erst sehr viel später erklären. Ich erzähle euch nur jetzt schon mal, was Places sind und was Experiences sind, damit ihr euch das vorstellen könnt. Wie gesagt, auf der Plattform Roblox gibt es verschiedene Spiele namens Experiences. Und in diesen Experiences gibt es dann wiederum verschiedene Places. Und nicht vergessen, die meisten Experiences haben nur einen Place. Und das werden eure Experiences sehr wahrscheinlich auch erstmal haben. Weil mehrere Places braucht ihr auch wirklich erst, wenn ihr ein wirklich großes Spiel macht.
dass auch mehrere Places benötigt. Wenn ihr nun euren Place 2 bearbeiten möchtet, dann könnt ihr einfach einen Doppelklick auf ihn machen und dann öffnet sich eine neue Roblox Studio Instanz und da wird dann Place 2 drin geladen. Jetzt sind wir in Place 2 und wenn ich jetzt hier ein bisschen rauszoome, seht ihr, hier ist nichts drin. Wenn ich jetzt hier unten wieder Place 1 auswähle, weil ich habe hier Place 1 und Place 2 offen, dann seht ihr, hier ist noch das drin. Das heißt, die Places sind unterschiedlich von Inhalt her. Hier habe ich das drin, was ich schon gebaut habe und in Place 2 habe ich eine komplett neue Welt. Ich kann komplett neu anfangen. Das ist praktisch ein eigenes Spiel sozusagen. Innerhalb von eurer Experience. Ein Unterspiel sozusagen. Wichtig wird das halt im Grunde nur, wenn ihr große Roblox-Spiele baut. Zum Beispiel in Pet Simulator X gibt es einfach ganz normal Pet Simulator X mit all seinen Welten. Und dann gibt es den Trading Plaza. Und der Trading Plaza ist ein extra Place in Pet Simulator X. Viele Spiele benutzen verschiedene Places auch für Matchmaking. Zum Beispiel, ich glaube, Blade Quest nutzt auch verschiedene Places für verschiedene Level. Das kann man immer sehr gut machen, wenn man Spiele hat, in denen man in verschiedene Runden reingeht, die entweder PvP oder PvE sind, wie zum Beispiel auch in Roblox Doors. In Doors ist es auch so, ihr startet in einer Lobby, in einem Lobby-Place und dann geht ihr in einen Fahrstuhl rein. Und, wenn ihr dann über den Fahrstuhl eure Lobby erstellt habt, dann wird die Lobby in einen neuen Place rein teleportiert, in der das ganze Doors-Spiel dann drin ist. Dementsprechend ist die Lobby eigentlich das kleinere Spiel und das eigentliche Spiel ist in sozusagen Place 2 drin oder Place 3, 4 und 5. Für die verschiedenen Spieleranzahlen. Hier in Place 2 kann ich natürlich auch wieder Parts platzieren, kann dann mit denen machen, was ich möchte. Und am Ende kann ich den ganzen Spaß wieder speichern, indem ich hier oben links auf File und dann auf Save to Roblox gehe. Und dann wird das Ganze gespeichert. Hier unten steht auch Save New Changes in Place 2 zu Roblox als Bestätigung dafür. Ich schließe dieses Roblox Studio Fenster. In Place 1 hat sich nichts geändert, weil das ist ja, wie gesagt, ein separater Place. Ich mache den Asset Manager wieder zu über das X hier oben. Ihr könntet auch wieder auf View gehen und nochmal auf den Asset Manager ein zweites Mal klicken, dann wird er auch geschlossen. Und das wäre es erstmal mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man erstmal ein Spiel erstellt. Ich habe euch auch gezeigt, wie man es speichert. Darauf bin ich aber noch nicht so ausführlich eingegangen, weil wie man dann ein fertiges Spiel veröffentlicht, zeige ich noch in einem anderen Video. Wichtig war mir nur, dass ihr jetzt schon mal versteht, was ist eine Roblox Experience und was ist ein Roblox Place. Falls ihr es nicht ganz verstanden habt, ist es auch nicht so dramatisch, weil das erst sehr viel später wichtig wird, wenn ihr dann schon sehr viel mehr gelernt habt. Und dann könnt ihr nochmal zurückkommen zu diesem Tutorial, es euch nochmal anhören. Dann werdet ihr es vielleicht auch besser verstehen, falls ihr jetzt nicht so gut mitgekommen seid. Das war's aber erstmal mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Falls es schon veröffentlicht ist, klickt auch gerne auf das nächste Video in der Endcard. Bis dann und ciao!